Hallo, nachdem wir das Repository jetzt erstellt und geklont haben und uns Gedanken gemacht haben, wie grundsätzlich der Aufbau von so einer Anwendung aussehen sollte, können wir uns jetzt dran machen, diesen Grundaufbau zu erstellen, zu pushen, also auf die Remote-Seite zu bringen und mal exemplarisch einen Merge durchzuführen. Werfen wir zu Beginn nochmal einen kurzen Blick auf unseren Aufbau, wie wir planen, diese Anwendung jetzt zu strukturieren, wie wir jetzt in dem Visual Studio das aufbauen wollen. Also wir haben eine große Anwendung, also eine Bibliothek, wo alles drin ist und dann entsprechend Anwendungen, die diese Bibliothek verwenden. Wie kriegen wir das jetzt hin? Also der Plan ist, dass wir nachher mehrere nebeneinander gleichberechtigte Anwendungsteile realisieren und dazu brauchen wir als allererstes mal eine leere Mappe. Also im Prinzip einmal die Mappe leer und da geben wir hier empty ein und dann gibt es hier eine blank Solution. Das ist im Prinzip, im Visual Studio ist eine Solution, die Mappe um mehrere Projekte drumherum. Die Projekte wiederum sind entweder eine Bibliothek oder eben eine Web-Anwendung oder eben so eine Desktop-Anwendung. So, wenn wir die jetzt haben, dann nennen wir die jetzt mal VS-Test. Und da soll jetzt mal erstmal alles drin sein. Drücken wir auf Create und dann sehen wir, okay, hier ist jetzt die Solution aufgetaucht. Und wenn ich jetzt hier mit Add New Project hinzufüge, dann erscheint eben hier das, was wir machen wollen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen eigentlich eine Anwendung haben, die eine Klassenbibliothek als Basis benutzt. Ja, und dann nehmen wir die Klassenbibliothek, achten Sie auf die Sprache, die Sie benutzen. Wir haben, wenn wir das Entity Framework nehmen, müssen wir eigentlich hier immer das .NET Framework verwenden. Wir nehmen jetzt mal hier das .NET Standard. Das sind so die Standard-Applikationen. Und jetzt schlägt er hier vor Class Library und jetzt muss man sich halt irgendeine Konvention überlegen. Ich mache es immer so, dass bei mir die Library ebenso heißt wie das Projekt mit dem Suffix lib. Ja, und dann erscheint eben hier in der Solution meine Library. Ja, und da ist ja jetzt auch hier schon so eine Beispielklasse drin. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt noch zum Beispiel so eine Desktop-Applikation haben, die darauf zugreift, dann mache ich hier auch wieder New Project. Die Desktop-Applikationen heißen WinForm. Ja, dann nehmen wir auch hier wieder darauf achten, dass Sie die richtige Programmiersprache auswählen. Und ich mache das jetzt auch immer so, dass ich dann diese, so, das heißt, die so heißt wie das Projekt und dann eben als Suffix das Wort App, dass ich weiß, okay, das ist das, was nachher als Applikation kompiliert wird. Und wenn ich jetzt hier Create drücke, dann sehen wir, okay, dann ist hier entsprechend die Library und hier oben ist diese neue Applikation. Da ist ja immer diese Beispielform schon drin in so einer WinForm-App. Und dann bauen wir hier als Reference noch ein in der Solution, das VS-Test-Lib verwendet werden soll. Und jetzt können wir hier in dieser Applikation alles benutzen, was hier als Public implementiert ist. Analog zu der App können wir jetzt auch zum Beispiel so einen Adapter, also so ein Bot, der irgendwas für uns tut, zeitgetriggert oder so, implementieren. Machen wir mal hier auch ein neues Project. Implementieren wir das mal als Konsolenapplikation. Da nehmen wir jetzt einfach mal hier die, ja, nehmen wir mal das Framework, ist vielleicht besser, C#. Ja, immer darauf achten. Beim Namen, ja, wieder analog zu eben, wir nehmen als Prefix den Namen des Projektes und als Suffix nehme ich jetzt mal Bot. Also das kommt ja mal darauf an, was das Ding nachher tun soll. Kann man auch einen anderen Namen nehmen. Und dann taucht der Bot eben entsprechend hier auch noch auf. Jetzt schauen wir ganz kurz nochmal in unser Verzeichnis. Also was ist hier passiert? Im Prinzip das, was wir erwartet haben. Wir haben erstmal die Solution, ja, die wir jetzt als Klammer verwendet haben. Und dann sind hier jeweils
unsere Sachen drin, also hier immer diese Projektdateien und dann entsprechend schon mal der Beispielquellcode. Dann gibt es hier dieses .vs-Verzeichnis, das sind die lokalen Einstellungen der IDE und hier, wie erwartet, unser .git-Folder, weil das Ganze ist ja jetzt ein Git-Repository und da steckt ja auch schon die Information drin, wo das her ist. Im Visual Studio verbirgt sich jetzt die Git-Kommandos hier unten in dieser Zeile. Ne? Also hier kann ich jetzt sehen, ich bin im Master Branch, da gibt es hier auch so Branch-Befehle. Und wenn ich jetzt hier auf diese 17 Changes drücke, dann sehe ich, okay, kann ich hier in meine globale Git-Config meine E-Mail-Adresse und meinen Namen einspeichern. Und wenn ich da auf Save drücke, dann zeigt er mir hier ganz normal meine Änderungen an. Also so wie wir das von der Kommandozeile auch kennen. Dann würde ich hier einfach jetzt mal eingeben, was weiß ich, Grundstruktur angelegt. Also sowas. Und dann kann ich hier auf Commit All klicken. So, und jetzt sehen wir hier, haben wir so ein Commit. Wenn ich da draufklicke, sehe ich, was ist da alles passiert. So, wenn ich dann eine Komplettübersicht haben will, dann gehe ich hier auf Home, dann sehe ich hier wieder die Befehle. Wenn ich auf Sync klicke, dann wird eben geguckt, was kann ich holen, Fetch oder Pull, das haben wir schon gesehen. Und Push sind dann eben entsprechend die ausgehenden Sachen. Ja, das heißt, was wir jetzt haben ist, wir haben eine Integration von dieser Git-Funktionalität im Visual Studio. Das heißt also, wir haben jetzt hier unter Outgoing Commit, da steht ja jetzt hier dieser Grundstruktur angelegt, der ist ja jetzt noch nicht auf dem Remote Repository. Jetzt kann ich hier auf View Summary, da kann man nochmal gucken, was soll da eigentlich alles passieren. Dann gibt es hier 17 Changes, das sind diese ganzen Dateien, die wir da eingelegt haben und so weiter. Und jetzt kann ich hier auf Push klicken. Und jetzt wird es spannend. Jetzt will ja GitHub mein Login haben. Also jetzt kommt quasi, dass ich nur als ich, also mit meinem eigenen User, meine Pushs machen kann. Und dann geben wir hier noch das Passwort ein. Und dann klicken wir Login. Und jetzt wird eben im Hintergrund, sehen wir hier Compressing Objects 1 von 22. Hier, das sieht ja so ähnlich aus wie das, was die Kommandozeile uns eben auch ausgespuckt hat, hier mit diesem Remote Deltas und so weiter. Und wenn wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite schauen, dann sehen wir, okay, also hier unserem Repository VS Test, ja, da gibt es jetzt eben entsprechend hier die gesamte Struktur, wie wir sie uns eben angelegt haben. Und ansonsten im Visual Studio selber, ne, kann ich jetzt hier natürlich auch noch mit New Branch einen neuen Branch anlegen. Also so, wie wir das eben gemacht haben. Ja, was weiß ich, nennen wir den mal P1. Create Branch. Und dann funktioniert das im Prinzip genauso wie auf der Kommandozeile. Hier sehen wir jetzt, welcher Branch ist aktiv. Das ist auch wieder mit diesem Fett gemacht, so wie wir das aus dem Git K kennen. Und da können wir jetzt entsprechend ganz normal mit unserer Vorgehensweise, so wie wir das eben auch bei dem PHP gemacht haben, wir entwickeln immer in einem Branch und dann wird am Ende eben entsprechend gemerged. Ja, also hier schalte ich eben um und dann kann ich hier Merge From und dann wähle ich hier den Branch aus. Wenn ich jetzt auf Merge klicke, dann dürfte ja eigentlich nichts passieren, weil wir haben ja nichts geändert. Aber Sie sehen hier already up to date. Ja, die Funktionalität ist genauso da, wie wir sie uns eben in der Theorie hergeleitet haben. Und sie ist eben entsprechend hier ins Visual Studio integriert. So, das war jetzt der vierte und letzte Teil unseres kleinen Überblicks über Source Code Management. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass wir mit der Visual Studio Integration genauso anfangen wie mit jedem anderen Projekt. Wir fangen auf der Remote-Seite an mit einem Anlegen eines Repositories und dann klonen wir uns das. Dann sind die Upstreams gleich sauber gesetzt und alles ist relativ einfach. Dann haben wir uns ein paar Gedanken gemacht über den Aufbau von so einer Applikation, also die Unterscheidung in einen
Bibliotheksteil, wo einfach die Grundfunktionen implementiert sind, und ein Anwendungsteil, wo man dann eben entsprechend die Schnittstelle entweder zum Anwender oder eben so ein Robot oder auch zum Service oder solche Dinge implementiert. Und dann haben wir diesen Grundaufbau einmal in Visual Studio aufgebaut, ne? Also angefangen mit dieser leeren Mappe, damit man dann am Ende die Struktur von dem Dateisystem ordentlich hat. Dann haben wir das gepusht und gemerged, haben also mal geguckt, wo die Funktionen von dem Git in dem Visual Studio integriert sind. So, und jetzt müssten Sie eigentlich über das Semester mit diesen beiden Tools klarkommen, ja, und können die hoffentlich sinnstiftend in Ihren Projekten verwenden.